Das ist Lena. Lena wohnt zusammen mit ihrem Mann und ihrem Sohn in einem gemütlichen Häuschen am Stadtrand. Lena und ihr Mann sind beide berufstätig. Die beiden Autos sind aus ihrem Alltag nicht wegzudenken. Lena pendelt mit dem einen Auto täglich 15 Kilometer, ihr Mann mit dem anderen 25 Kilometer. Die finanzielle Lage bereitet Lena zunehmend Sorgen. Erst das teure Weihnachtsfest, dann die fälligen Rechnungen im Januar und die Energiekosten steigen auch von Tag zu Tag. Wenn Lena ihre Ausgaben nur irgendwie reduzieren könnte. Auf der Arbeit klagt Lena über ihr Leid bei ihrer Lieblingsarbeitskollegin Nina. Wenn sie von jemandem Bestätigung bekäme, dann von ihr. Doch die Person, die Lena gegenüber sitzt, ist voller neuer Energie und positiv eingestellt. Die Lösung ist ganz einfach, entgegnet Nina. Ich fahre jetzt mit dem Rad und du glaubst gar nicht, wie gut es mir damit geht. Ich bin endlich wieder ausgeglichen, glücklich und das Beste ist, ich spare richtig Geld. Nina zückt einen Stift und einen Zettel und rechnet es ihrer Kollegin vor. Okay, pass auf. Du hast einen Arbeitsweg von 15 Kilometern. Die fährst du zweimal am Tag, mal 226 Arbeitstagen in diesem Jahr. Das sind 6.780 Kilometer. Wenn du jetzt deine Betriebskosten, Fixkosten, Werkstattkosten und den Wertverlust von deinem Auto zusammenrechnest, dann kommst du schnell auf 90 Cent pro Kilometer. Das sind 6.102 Euro pro Jahr, nur um mit dem Auto zur Arbeit zu fahren. Jetzt stell dir vor, du fährst die gleiche Strecke zum Beispiel statt mit dem Auto mit dem E-Bike. Du sparst also richtig Geld und profitierst trotzdem von der Pendlerpauschale. Denn der ist es völlig egal, mit welchem Verkehrsmittel du deinen Arbeitsweg bewältigst. Lena ist verwirrt. Ist so ein E-Bike nicht total teuer? Nina lacht und weist ihre Arbeitskollegin auf das Leasingangebot ihres Arbeitgebers hin, bei dem Lena noch einmal etwa 30% spart. Lena ist überzeugt und vereinbart noch in derselben Woche einen Beratungstermin bei dem Fahrradgeschäft ihres Vertrauens. Sie lässt sich ausführlich beraten und findet ihr Traumrad sofort. Heute weiß Lena, es gibt nichts Besseres, als mit dem Rad zur Arbeit zu pendeln.